Sie strich über den glitzernden Aufkleber. Sie trug es immer mit sich rum. Das kleine, schwarze Notizbuch mit dem rosanen Aufkleber Freundebuch. Der Aufkleber war mit Glitter und Herzchen versehen. Innen jedoch war das Heftchen ein einfaches Notizbuch. Sofort sahen alle, dass sie das Buch sehr gern hatte und es ihr wichtig war, es voll zu haben. Sie wollte nichts zu Persönliches, lediglich Namen und Fotos. Den Namen sollte man auf einen Zettel schreiben und ihr mit dem Foto in die Hand geben. Und sie strich zufrieden über den glitzernden Aufkleber. Niemand durfte das Freundebuch anfassen. Einer hatte es getan. Er kam nie wieder. Doch fragte man sie, was mit ihm passiert war, lächelte sie einen traurig an und sagte, sie wüsste es nicht und vermisste ihn. Denn wer in ihr Buch schrieb, war etwas Besonderes. Sie war bekannt dafür gewesen, allein zu sein. Im letzten Schuljahr. Sie wurde oft gemobbt und irgendwann hatte sie sich gewehrt. Der Schulleiter rief ihre Eltern an. In diesem Moment war ihr Hass gegen den Schuldirektor geboren. Wochen kam sie nicht zur Schule. Dann kam sie plötzlich gesellig und lächelnd, engagiert und süß, mit ihrem Freundebuch zurück. Lächelnd. Und sie strich über den glitzernden Aufkleber. Niemand redet mehr über ihre Vergangenheit. Jeder will nur mit ihr befreundet sein. Eines Tages jedoch trat sie vor die Klasse und erklärte, sie müsse umziehen. Es sei ihr letzter Schultag hier. Wie immer hielt sie auch vor der Klasse an diesem Tag ihr Freundebuch in den Armen, an ihre Brust gedrückt, strich kurz über den glitzernden Aufkleber. Alle waren sehr traurig, denn jeder mochte sie. Lächelnd fügte sie hinzu, dass sie sehr glücklich war, Namen und Bild von inzwischen fast jedem Schüler in ihrem Buch zu haben. Sie versprach auch etwas Besonderes, eine Überraschung für den Schulleiter damit zu machen. Sie verließ die Schule und schielte auf ihre Uhr. Die anderen hatten noch eine knappe halbe Stunde Unterricht. Sie hatte früher gehen dürfen. Sie zog den Aufkleber ab. Lächelnd streichte sie über die weißen Letter des Wortes Death Note. Es gibt Tage, an denen ich gerne an das Vergangene zurückdenke. Ich habe schon sehr viel erlebt und sehr viele Leute kennengelernt. Lehrer, Sänger, Dichter, meine Freunde. Doch es gibt da einen ganz besonderen Menschen, an den ich am liebsten zurückdenke. Dich. Ich erinnere mich lebhaft an jeden Moment mit dir. Wir sind 17 Jahre jung gewesen und haben es geliebt, anders zu sein. Die Art, wie du gelacht hast, hat es mir schon im ersten Moment angetan. Dein Haar, dein dunkelblondes Haar, das bei hellem Sonnenschein golden geschimmert hat. Deine Haut, die so sanft gewesen ist wie Daunen. Du bist einzigartig gewesen. Ja, du. Wir sind die besten Freunde geworden. Diese Freundschaft hat mir alles bedeutet. Wenn du mich gebraucht hast, bin ich zur Stelle gewesen. Wenn es mit meiner Liebsten nicht geklappt hat, dann hast du mir Trost gespendet. Du und ich. Nach einiger Zeit habe ich mich in dich verliebt. Niemand hat es einen Menschen in meinem Leben gegeben, den ich mehr gebraucht habe als dich. Doch dann ist es passiert. Ich habe gehen müssen und habe dich verlassen. Du hast geweint. Und alles, was ich getan habe, war dich ansehen. In deinen Augen habe ich es sehen können. Du hast dich an mein Versprechen erinnert. Damals im Frühling, als wir uns geküsst haben. Egal was passiert, ich werde immer bei dir sein. Egal was du tust, ich bin für dich da. Dieses Versprechen habe ich nie gebrochen. Auch wenn es schon eine Ewigkeit her ist. Jeder Moment ist in mir versiegelt und darf nicht entweichen. Ich werde immer bei dir sein. Viele Jahre habe ich dich nun beobachtet. Und die letzten haben Spuren an dir hinterlassen. Mein Herz springt immer auf und ab, wenn ich sehe, wie du nach und nach aufblühst. Der Ausdruck in deinen Augen ist in den letzten 10 Jahren so kühn und ausdrucksstark geworden.
All der Schmerz, den du gefühlt hast, ist nun fort. Ich habe gehofft, dass du mich nicht vergisst. Eines Tages wirst du wieder mein sein. Ich warte. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich kann dich sehen. Heute wirst du endlich wieder mein sein. Nach all den Jahren, die ich warten musste. Hier liegst du nun, vor mir. Dein goldenes Haar ist grau geworden, wie meine Augen es sind. Deine einst so weiche Haut ist gealtert und faltig geworden. Du bist jetzt 72 Jahre alt und hast dich nicht gut gehalten. Ich sehe dich an und streichle deine blassen Wangen. Du nimmst mich nicht mehr wahr, ich weiß. Langsam schließen sich deine Augen und ich beuge mich zu dir. Leise flüstere ich in dein Ohr. Ich habe mein Versprechen gehalten. Im selben Moment hört dein Herz das Schlagen auf und dein Geist löst sich von deinem Körper. Endlich, nach all den Jahren, sind wir wieder vereint. Der Tag begann wie jeder andere. Ich stand auf, ging duschen, machte mich für meine Arbeit fertig, trank meinen Kaffee und fuhr mit dem Auto zur Arbeit. Als ich abends total erschöpft nach Hause kam, sah ich nur noch ein wenig fern und ging dann sofort schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und lag mitten auf einer Straße. Doch irgendwie war alles menschenleer und die Stadt sah nicht gerade klein aus. Hier stand alles voller Hochhäuser. Ich wollte wissen, warum hier niemand war und beschloss, mich ein wenig umzusehen. Ich ging mehrere Straßen entlang und schaute in einige dunkle Gassen hinein und auch versuchte ich, einige Häuser zu öffnen. Diese waren jedoch verschlossen. Nach ein paar Stunden hatte ich immer noch niemanden. Ich stand mitten auf einer großen Straße, doch ich sah nicht ein Auto oder irgendetwas Lebendes. Nicht einmal Pflanzen oder Bäume gab es hier. Auf der anderen Straßenseite sah ich jedoch einen Schatten, der hinter einer Tür verschwand. Ich rannte über die Straße und blieb vor der Tür wie angewurzelt stehen und legte mein Ohr gegen die Tür, um zu gucken, ob ich etwas hören konnte. Doch da ich nichts hörte, versuchte ich, die Tür zu öffnen. Und zu meiner Überraschung war sie nicht abgeschlossen, also ging ich hinein. Es war sehr dunkel und um nicht überall gegenzulaufen, berührte ich die Wand und schlich an ihr entlang, bis ich an eine Treppe kam, an der ich stehen blieb. Ich hörte etwas. Es klang wie ein Röcheln. Es kam aus dem oberen Stockwerk. Ich schlich die Treppe hinauf und als ich oben ankam, sah ich einen Lichtschimmer unter einer Tür hervorscheinen. Ich näherte mich der Tür, langsam und, wie ich hoffte, lautlos. Als ich direkt davor stand, fasste ich all meinen Mut zusammen und riss die Tür auf. Doch alles, was ich sah, war eine seltsame Kreatur, die über einem Haufen aus Eingeweiden und Überresten von Menschen saß und sie nach und nach fraß. Als es mich bemerkte, rannte ich weg, doch es war schneller als ich und nach kurzer Zeit hatte es mich eingeholt und rammte mir eine ihrer Klauen durch den Brustkorb. Ich fing an, Blut zu husten und sah alles verschwommen, als ich plötzlich eine Stimme hörte, die rief, dass dieses Monster von mir ablassen solle, und ich hörte Schüsse. Und das war das Letzte, was ich hörte, bevor ich ohnmächtig wurde. Als ich meine Augen wieder auftat, lag ich in meinem Bett. Ich trug einen Verband um meinen Körper und versuchte aufzustehen, doch fiel sofort zurück in mein Bett. Mein Bein war gebrochen. Von draußen hörte ich den Lärm der Hauptstraße. Es war alles nur ein Traum, doch woher kamen diese Verletzungen? Und wer hat mir diesen Verband angelegt? Es war doch ziemlich seltsam. Doch ich entschied mich, erstmal meinen Chef anzurufen, um ihm zu sagen, dass ich heute nicht kommen könne, weil ich mich verletzt habe. Er verstand es und sagte, dass ich so lange zu Hause bleiben solle, wie meine Verletzungen noch nicht verheilt waren und dass mir der Urlaub bezahlt werden würde. Ich war sehr glücklich und bedankte mich, doch fragte ich mich immer noch, warum ich solche Verletzungen hatte. Ich entschied mich, erstmal ein wenig schlafen zu legen.
Als ich meine Augen auftat, lag ich in einem Bett, irgendwo in einem kleinen Landhaus. Als ich mich umsah, sah ich einen alten Mann. Ich kannte diesen Mann. Er hatte mich in meinem Traum vor diesem Ding beschützt. Als er sah, dass ich wach war, meinte er, dass ich mich nicht bewegen solle, da meine Verletzungen noch nicht verheilt sind. Darauf entgegnete ich, dass dies nicht wirklich sei und dass es nur ein Traum sei. Er lächelte und sagte mit einer rauen Stimme, »Das haben die anderen auch gesagt, doch nun sind sie tot. Sie sind im Schlaf getötet worden. Von diesem Monster.« »Wie meinen Sie das?«, fragte ich ein wenig verängstigt, denn dieser Traum erschien mir surreal. Ich fühlte den Schmerz durch die Wunde am Oberkörper und das gebrochene Bein. »Wo sind wir?«, fragte ich den Mann. Er antwortete, »In der Stadt.« »In welcher Stadt?« »Nein, der Stadt, in der das Wesen sein Unwesen treibt. Es erscheint dir im Traum und fügt dir unvorstellbare Schmerzen zu, bis es dich satt hat und dich frisst und sich dann das nächste Opfer aussucht.« »Was ist das für ein Wesen?« »Wir nennen es den Dream Eater, weil es dich in deinem Traum jagt und dann frisst.« »Haben sie es denn nicht getötet?« »Nein, ich habe es nur vertrieben. Töten können es nur die, die es in deinem Bann hat. Sein Futter muss ihn umbringen.« Nun verstand ich, dass dieses Wesen mir diese Verletzungen in meinem Traum zugefügt hatte und dass alles, was mir hier passiert, mir auch in der realen Welt passiert. Doch eine Sache musste ich noch fragen. Warum können sie es nicht töten? »Weil es mich in dieser Welt erschaffen hat. Ich bin sozusagen sein Gegenspieler, sein Gegenteil. Ich kann es nicht töten und es mich nicht.« »Und wie soll ich es töten?« Er schwieg eine Weile. »Du musst an eine seiner Klauen kommen und ihm mit dieser dann den Kopf abtrennen und danach musst du ihm das Herz herausreißen. Allerdings gibt es nur zwei Wege, an seine Klauen zu kommen. Der erste ist, du musst ihm eine herausreißen, was allerdings unmöglich ist. Und die zweite Variante ist, du musst vor die Stadttore gehen und dort nach einer Höhle suchen. Dort drin liegt ein Skelett von einem seiner Rasse. Einst gab es nämlich Hunderte und nicht nur einen von ihnen. Es gab auch mehrere Leute wie mich, doch mit der Zeit fingen sie an, sich gegenseitig zu töten. Und wenn einer von ihnen stirbt, stirbt auch sein Gegenspieler. Also in dem Fall der Kreatur, ich.« »Könnt ihr mich vor die Stadttore bringen?« »Nein, aber ich kann dir den Weg zeigen.« Er griff unter einen Tisch und holte ein altes Stück Papier hervor und drückte es mir in die Hand. »Das ist die Karte, auf hier ist alles verzeichnet. Welche Türen offen sind und welche verschlossen, doch du kannst noch nicht.« Ein schriller Ton. Ich tat meine Augen erneut auf und sah, dass es mein Telefon war. Ich nahm ab. Es war ein alter Freund von mir. Er begrüßte mich freundlich und fragte mich, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, etwas zu unternehmen. Ich erzählte ihm von den Verletzungen und dass ich mich noch erholen müsse. Er sagte nur gute Besserung und legte dann auf. Ich glaube, er war sauer. Aber warum? Es war mir egal. Die Tage vergingen und ich bereitete mich im Traum sowie in der realen Welt darauf vor, mich dem Dream Eater, wie er genannt wurde, zu stellen. Nach ein paar Wochen konnte ich schon wieder laufen und ging auch schon wieder zur Arbeit. An einem Abend nach der Arbeit ging ich schlafen und wachte wieder in dem Landhaus auf und sah mich um. Der Mann war verschwunden. Ich sah nur einen Zettel. Ich stand auf, ging zum Tisch und griff mir den Zettel und las ihn mir durch. Es stand darauf, ich werde ihn ablenken. Er hat Verdacht geschöpft. Hoffentlich schaffst du es. Viel Glück. Ich steckte den Zettel ein, nahm die Flinte, die in der Ecke stand, und ging nach draußen. Als ich an den Stadttoren ankam, sah ich, dass dort draußen absolut nichts war. Es war einfach nur eine gerade Fläche. Es sollte also nicht allzu schwer sein, dort eine Höhle zu finden. Doch ich wusste gar nicht, wie falsch ich damit lag. Ich suchte Stunden nach dieser verdammten Höhle. Ich wollte schon aufgeben, doch da sah ich sie, die Höhle. Ich rannte darauf zu, überglücklich, sie endlich gefunden zu haben. Als ich eintrat, sah ich ein Skelett. Es sah aus wie das Skelett eines Tieres, wie eine Mischung aus Tiger, Bär und Adler. Es hatte einen Schnabel, Reißzähne, dicke Knochen und um es herum lag noch ein wenig Fell. Es war ein schlimmer Anblick. Doch ich hatte keine Zeit, es lange zu betrachten.
denn bald würde mein Wecker klingeln und mich aus dieser Welt zurückholen. Ich ging auf das Skelett zu und riss die längste Klaue aus einer der Pranken. Als ich das getan hatte, spürte ich auf einmal, wie alles um mich herum verschwamm und wie ich mich von der Höhle entfernte, ohne mich zu bewegen. Plötzlich stand ich wieder an den Stadttoren, die nun verschlossen waren. Verwundert blickte ich in meine Hand, in der ich die Klaue umklammert hielt. Ohne lange zu fackeln, rannte ich zur Stadtmitte, wo bereits ein harter Kampf stattfand. Als ich ankam, blickten mich die Kreatur und der Mann an. Der Mann setzte sich im Schneidersitz auf den Boden, während die Kreatur auf mich zusprang. Ich erhob die Klaue und mit einem gezielten Schlag beförderte ich das Ding in seinen Hals. Ein schreckliches Heulen ertönte und er fiel auf den Boden und versuchte verzweifelt, sich die Klaue wieder aus dem Hals zu ziehen. Ohne große Umschweife packte ich die Kralle und zog sie durch den kompletten Hals hindurch. Überall spritzte das Blut des Dream Eaters hin und sein Kopf rollte weg, doch sein Körper wollte wieder aufstehen. Mit der in warmes Blut getränkten Klaue in der Hand warf ich mich auf den Boden und rutschte unter ihn. Man hörte nur ein dumpfes Bumm, als ich das Herz des Dream Eaters herausriss und er einfach umfiel. Ich stand auf und blickte zu dem alten Mann hinüber und strahlte. Doch dann bemerkte ich, dass alles, was ich dem Dream Eater angetan habe, auch ihm passiert ist. Die Welt um mich herum begann sich aufzulösen und ich wachte in meinem Bett auf, blickte mich um und merkte, dass ein Stück Papier auf meinem Nachttisch lag, auf dem stand: Danke.